Jo Leute, was geht? Ich stehe hier gerade mit dem Johann und dem Patrick in Mehring. Und wenn ihr meine Videos schon länger kennt, ihr wisst, Mehring ist einer meiner Lieblingslocations in Deutschland. Und der Johann, wir haben hier schon mal gemeinsam ein Video gemacht. Der Johann geht ultra krass auf dem Rad ab. Beim letzten Video war er 9, jetzt ist er 11. Hat jetzt 24 Zoll, beim letzten Video hat er noch 20 Zoll gehabt. Wir fahren uns jetzt erstmal warm und nachher geht es hier auf die schwarze Strecke mit Doubles, mit Road Gap. Und der Johann springt das alles. Los geht's. Ja, der Johann wollte Anlauf nehmen. Normalerweise startet man da vorne, aber wenn man so fix ist wie der Johann, dann will man da direkt schnell in die Strecke rein. Ja, sein Vater Heiko ist hier aktiv beim Trailpark Mehring. Wirklich super coole Location. Junge, Junge. Johann hatte gerade eben einen ziemlich heftigen Sturz. Es ist heute hier echt rutschig, dadurch, dass es so staubig ist. Und ja, Johann geht's aber gut, wurde durchgecheckt. Und ist ziemlich hart im Nehmen, das muss man echt sagen. Also eben nach dem Sturz keine Luft bekommen und so. Also jeder, der sowas schon mal hatte, weiß, wie fies das ist. Und wie heftig der Einschlag dann gewesen sein muss. Harter Kerl, der Kleine auf jeden Fall. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich da das mit der Entfernung zu ihm richtig einschätze, weil durch sein geringeres Gewicht muss er da anders fahren als ich. Der Johann fährt auch Rennen aktiv, richtig schnell, der Kleine. Oh, Johann meinte gerade, dass er natürlich jetzt hier den Sprung nochmal nimmt. Ganz klar, wäre sein Fehler gewesen, in die falsche Richtung gesprungen. Ich halte trotzdem mal gerade Abstand. Ja, sehr gut. Hier ist er eben schwer gestürzt. Es kommt hier ein Tropf. Für Johann absolut gar kein Problem. War jetzt so ungefähr, ja, wie hoch war der? 2 Meter ungefähr. Und jetzt stehen wir hier an der schwarzen Strecke, besteht ausschließlich aus Doubles. Ein Road Gap ist dabei. Für alle, die Sprünge, die ein bisschen größer sind, mögen und die Doubles mögen, mega, mega, mega spaßige Strecke. Da nochmal Riesenlob an hier die Crew vom Trailpark Mehring. Und ja, ich bin gespannt, wie der Johann da über die Dinger fliegt. Ich werde auf jeden Fall aufpassen, weil er ist natürlich leichter als ich und braucht so weniger Geschwindigkeit. Und ich muss jetzt erstmal ein Gefühl finden, dass ich ihm nicht zu dicht aufspringe, was natürlich gefährlich wäre, aber auch nicht zu weit weg bin, damit ihr ihn auch springen seht. Schauen wir mal. Ansonsten machen wir mehrere Abfahrten und schneiden es irgendwie zusammen. Also, los geht's. Hier am Anfang kommen noch keine Sprünge, die kommen erst gleich. So, hier halte ich jetzt mal ein bisschen Abstand, da kommt jetzt ein Double. Jetzt kommt gleich das Road Gap. Okay, das passt ganz gut. Von der Entfernung, wenn ich hier natürlich die Verantwortung habe und Johann hier nicht gefährden will. Jetzt kommt gleich auch ein größerer. Ja, müsste ich ein bisschen mehr Abstand halten eigentlich. Scheiße. Aber ich will natürlich auch nicht zu kurz springen. Aber es ist einfach der Hammer, wie sicher Johann fährt. Also auch, dass er mal stürzt, ist natürlich klar, passiert jedem. Aber hier die Sprünge, Hammer. Mega cool, Johann. Yo. Ich glaube auch auf der GoPro hat man gerade eben gesehen,
dass das ein großer Sprung war. Oh, es wird jetzt leider langsam dunkel. Wir haben ja hier schon Herbst, Winter, Time langsam. Und ich würde euch aber gerne mal die Sprünge von außen zeigen, weil ich weiß, auf GoPro sieht immer alles super easy aus, super klein. Und deshalb wird der Patrick jetzt netterweise mit dem Gimbal einfach mal filmen, wie der Johann über das Roadgap springt. Ich stelle mich mal dazwischen und dann sieht man, glaube ich, ganz gut die Relation. Und das machen wir hier bei den anderen Sprüngen auch. Und ich würde sagen, Musik ab. Ich lege jetzt Musik drüber. Viel Spaß dabei, wie Johann Fahrrad fährt. Leute, leider wird es echt langsam dunkel, beziehungsweise es ist eigentlich schon zu dunkel zum Filmen, habt ihr wahrscheinlich bei den Aufnahmen gesehen. Ich hätte gerne noch mehr mit Johann für euch gefilmt, aber von der Bildqualität her gibt das keinen mehr. Schaut auf jeden Fall beim Johann vorbei. Dickes Lob nochmal hier an die Trailpark Mehring Crew für diese mega coolen Strecken. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Riesenlob an seinen Vater Heiko, der das echt mega cool mit der Förderung macht, ohne Druck, einfach mit Spaß an der Sache. Und da sieht man, was bei so einem Talent dann rauskommt. Und ja, also wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ihr seid ja immer noch da, krass. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange da geblieben seid. Hier gibt es noch mehr Videos. Oder hier könnt ihr abonnieren. Oder einen Daumen nach oben oder nach unten da lassen. Und da geht's zu meinem Label Scrapegear. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, würde ich sagen.